Hier ist eine Maus mit einer Mini-Knarre schieben oder sowas. So ist es, so klang es auch. Ich traue mich jetzt gar nicht, irgendwo hinzugehen. Ich habe ihn dann im Inventar. Scheiße. Ja, jetzt kann ich hier so entspannt am AF sitzen. Kommst du mit hier vor? Dann ich gehe mal zu dem Baum hier. Ganz tückisch. Welchen? Hier ist nur ein großer Baum. Vorne an bei uns hier in der Ecke. Ja, okay, zwei sind hier. Ich komme von Busch zu Busch. Bin drin. Busch. Ich guck mal durch meine Schnipperriffel. Wo sind denn Zombie? Der Godspeed hat er gefragt, ob ich nur so spiele oder LP. Und dann habe ich gesagt, ja, LP mit Junko. Naja, jetzt hat er geantwortet, dann höre ich auf mit den Pop-Up-Meldungen. Das wäre nichts Neues. Nimmst du eigentlich jetzt schon auf? Ja, bin schon dran, habe schon eben angefangen. Okay. Ich traue mich aber hier jetzt nicht raus. Nee, ich auch nicht. Weil die Hütte irgendwie voll ist. Dann lass ja, mal das den Morden lassen, oder? Ja, könnten wir tun. Vielleicht finden wir irgendwelche. Also, Godspeed ist im Nordosten übrigens. Ja, hier so Richtung Wald. Deine Karte auf dem Monitor? Nee, ich habe keine Karte auf, Moment. Mal hier ein bisschen gucken. Okay. Schreibe ich ihm mal. Ab geht die Luzi! Mit Mundschutz. Ja, ein Doppelpack. Übrigens, wenn du die Fäuste oben hast und dann sprinten willst, bist du viel schneller als beim normalen Sprinten. Zombie? Okay, muss ich mal ausprobieren. Vorne an der Straße. So eine blonde Tussi in so einem pinken Oberteil. Die kannst du von da aus nicht sehen, glaube ich. Doch, ich sehe sie. Wenn du mal die Axt rausholst. Die sind ins Haus reingegangen. Ist nicht da drin. Kommt und hinten über den Zaun. Wollen die wenigstens auch looten? Was Neues gekommen oder so? Nee, verschwinden immer noch. Ich habe auch gelesen, dass die Leichen von anderen Spielern bis zu 10 Minuten da bleiben. Das haben sie irgendwie, glaube ich, auch geändert. Guck mal hier in alles Industriegebäude, ob es da mittlerweile Loot gibt. Stimmt. Ja, gab's auch schon vorher. Treppen hoch. Stimmt, da oben gab's schon was, ja. Gucken, was es gibt. Oh, hier liegt eine Axt. Und was ist das? Wappen Cleaning Kit. Was ist das denn? Ja, du kannst jetzt irgendwie, habe ich gelesen, deine Waffen instand halten. Mach ich doch platt mal. Die haben so eine Art Abnutzung. Außerdem gibt es eine Waffeninfo jetzt irgendwie sowas. Ah ja, genau. Meine Mosin ist jetzt Pristine. Habe ich gelesen, ey. Ey, voll platt. Erstmal meine M4 gesäubert. War die nicht mehr Pristine oder was? Die ist immer noch warm.
bleibt das auch weiter. Ich gehe mal in das eine Haus hier rein, mal gucken, was es hier gibt. Nixe. Aber ich habe erstmal meine Waffe abgewischt. Genau, das Blut weggewischt. Das Blut von der MG gewischt. Ja, ja, mich vorhin so angespuckt hat. Dumme Sau. Türen sind hier zu, hier war wohl noch keiner. Echt? Ja, ich gehe jetzt mal runter in den, ich sag jetzt mal Ortskern. Da drüben sind auch die Hochhäuser, ne? Können da auch jemand oben drauf sitzen und snipern? Dem reiß ich mal einen Arsch auf. Mir ist gerade aufgefallen. Soll er mal versuchen. Okay, ich habe gerade Vögel gehört, die so weggeflogen sind. Eher ungewohnt. Oh, ich habe schon wieder was zu futtern gefunden. Sehr schön. Ah, da in der Hütte. Was ist das denn? Ah, Handschellen. Nein. Das ist ein E-Worn. Nö, das müssen wir schon mit einem Spieler ausprobieren, mit einem anderen. Oh. Oder mit dir, damit ich dir was in den Tal legen kann. Nein. Hier oben habe ich auch noch nie was gefunden in dem oberen Raum. Nee, ich denke immer, dass hier irgendwas in dem Schrank noch drin liegt, aber jedes Mal gucke ich da rein und da ist nichts. Hast du die Tür zugemacht hier oder was? Ach nee, das ist eine Seitentür. Nee, hier bin ich nicht reingegangen. Also Norden wolltest du, ne? Das ist so ungefähr die Richtung hier. Richtung? Cannot load material, bla bla bla. Okay, stand da so. Also im Laufen bist du schneller mit Leertaste, sagst du. Ja. Komm mal her, das hast du mal ausprobiert mit jemand oder woher weißt du das? Das hab ich gesehen. Zeig mal her, komm mal her, bleib mal stehen. Wo machst denn du rum? Nee, hier. So. Ach, auf los geht's los. 3, 2, 1, los. Also, dass du hier rumwarpst. Ah, doch, tatsächlich. Ja, bin schneller. Boah, was eine Cheaterei. Ich bin kleiner. Ich hab meine Zeitkante geschalten. Ist ja krass. Halt nur, wenn du normal so läufst, dann. Das ist irgendwie so ganz komisch. Ist ja Panne. Ja. Hol schon mal einen Kompass mal raus. Krass finde, wenn du so nach oben guckst, einen Alt drückst und dann so losläufst, da komplett dahinter. Sieht total scheiße aus. Wir laufen aber in Richtung Norden des Osten übrigens, ne? Wo wir hinlaufen. Osten, gibt's da überhaupt noch was? Die Hochhäuser. Schon wieder? Nee, da machen wir das schon. Ja, Osten ist hier, Norden ist hier links jetzt. Tschung! Ich hab glaube ich irgendwie einen Kompass mit. Ich auch, da hab ich ja drauf, gerade drauf geguckt. Aber wir wollen ja nicht so viel rennen, sonst brauchen wir so viel Energie. Wo ist denn jetzt hin hier? Durch die Gebüsche da gelaufen. Ah. Ich seh den Spieler. Nee, das bist du. Genau, einfach drauf gehalten. Quasi Kill und sein. Auf jeden Fall, drauf. Was ist denn das hier? Confirmation of Change. Ja. Cheater. Zombie. Cheater an die Wand. Nah. Hier ist kein Zombie, ich hab keinen gehört. Ich hab keinen gehört! Geht's dir gut? Bist du gesund? Ja, alles gut. Okay. Bin am Futterstand. Ist ja lustig. Also, siehst du das Reh? Ich seh keins. Hier gibt's doch noch gar keine. Haha. Ist noch ein bisschen kahl hier, außer irgendwelche Phantom Hasen. Und irgendwie Vögel, die irgendwie losflattern, wo man gar keine sieht. Ja, Geräuschkulisse halt. Ist der Scheiße hier den Berg hochlaufen. Ich höre auch einen Zombie ganz laut. Ja,
Hab aber auch einen Hasen gesehen. Vielleicht ist es ein Zombie-Hase. Ich habe herausgefunden, das ist, glaube ich, nur kleinzeitig. Also der taucht nur bei dir auf. Ja, ja, das mag sein, aber den Zombie habe ich halt auch gehört. Weil ist der Hase ein Zombie? Ein Hasenzombie? Ja, sag ich doch. Dann pack den mal aus deinem Rucksack raus. Genau. Ah, jetzt habe ich auch die wegfliegenden Vögel gehört, ja. Okay. Obwohl ich sagen muss, wir haben hier in DayZ, Atmosphäre ist ja immer noch schön, aber wenn du mal guckst, jetzt hier so ist gar nicht so viel Rasen. Das ist nur so eine Bodentextur, wie immer eigentlich, aber Rasen ist hier nicht viel, ne? Hast du mal die Details hochgeschraubt? Ich glaube, da wird es auch deutlich mehr. Ich habe die, glaube ich, sogar runtergeschraubt. Da könntest du recht haben. Da gucken wir doch mal, was wir hier so unter Texturen haben. Okay, das ist da hoch. Hab ich alles auf hoch. Benutzerinterface. Okay. Qualität. Objekte normal. Terrain normal. Wolken hoch. Schatten hoch. Rendering ist das, glaube ich, oder? Und. Ambient Occlusion. Edge Smoothing. Alpha to Coverage. Ich könnte noch so ein bisschen was rein und raus hämmern. Aber kostet unwahrscheinlich viele Frames. Dieses Ambient Occlusion. Ja, ja. Weißt du nicht, was es macht? Ich hab, so habe ich über 50 Frames. Alles davon deaktiviert. Ich auch. Wenn ich das deaktiviert habe, habe ich über 50 Frames. Aktiviere ich das, habe ich die Hälfte. Und ich habe eigentlich alles aus, bis auf HDR, steht auch sehr niedrig und der Rest ist auch alles aus. Ja, HDR also steht bei mir auf niedrig. Rotation Blur ist ein bisschen an, aber dann Rest ist alles aus. Alpha to Cover Age. Das hat nicht so viel ausgemacht. Wenn ich Alpha to Cover Age All Trees in Grass mache, dann kostet mich das so gut 5 Frames. Kannst gar nicht aktivieren. Dann sehen die Bäume aber auch, sind nicht ganz so durchsichtig dann. Haben mehr Fülle. Sieht besser aus halt optisch, ne? Ja. Aber im Gras hat sich nichts geändert. Ah, Anti-Lasing nicht anmachen. Fällt mir nur gerade so auf, weil ich momentan in dem Unity-Editor wieder am Rumfummeln bin. Und da habe ich wesentlich mehr Gras, weil ich es mit den Texturen so langweilig fand. Ach, du bist losgeladen. Ja, nur so ein paar Meter, aber. Ja, das sieht immer noch bombastisch aus. Ob du mit Anti-Lasing hast oder ohne. Ich sehe da momentan gar keinen Unterschied. Wenn ich mich so umdrehe. Und die Erlesung hab ich normal. Das hat schon irgendwas. Atmosphärisch. Arma 2, Trees in Grass. Arrowhead, Trees in Grass. Und All Trees in Grass. Ah ja. Ach so, das sind. Hier gibt's Arma 2 und Arma 3 Objekte offensichtlich. Nee, ich meine bei Alpha to Cover Age. Yeah, All Trees in Grass. Ja, dann sehe ich die Gegner aber schlechter. Ja, wir lassen es mal. Aber mir fällt gerade auf, so viel Unterschied bringt das eigentlich gar nicht. Ja, also optisch aber. Texturen feiner werden. Ja, die. Genau, ja. Mach ich aus. Ne, ja, jetzt habe ich es wieder an. Haha, nichts gibt's. Alter, war ich gerade wieder erschrocken, wo die Vögel losgeflogen sind. Ah, hier ist schon wesentlich mehr Gras auf dem Boden. Oder verwechsel ich das gerade mit Rust? Rust hat ja Unmengen Gras. Ja, ist halt auch Unity Engine, ne? Ist ein bisschen anders aufgebaut. Aber ich muss es irgendwie nochmal ausprobieren. Ich habe es letztens mal wieder neu installiert. Ja. Aber ich habe es jetzt noch nicht wieder ausprobiert, ob es jetzt besser läuft oder nicht. Läuft es denn überhaupt wieder oder stürzt es nur wieder ab? Ja, abgestürzt ist es ja noch nicht. Es ist ja nur, ich konnte ja nichts abbauen, gar nichts. Achso, genau, das war die Scheiße, ja. Draufgeklopft, so dreimal auf Holz klopfen und dann war's. Mehr ist da nicht passiert. Wir, bis auf die Hose sehen wir ja völlig identisch aus, ich jetzt erst. Du kann ich nichts für, du hast damit angefangen. Ich sah schon vorher so aus. Puh, lächerlich. Habe ich dir schon gesagt, dass ich um noch einen Pristine-Rucksack habe? Moment mal. Ist meine auch. Okay. Tja.
Haben wir jetzt irgendeine Stadt als Ziel oder sowas? Oder nö, nur hier so wir laufen momentan einfach nur so in der Landschaft rum. Okay. Gibt's da irgendwo Richtung Norden? Oder so ein Städtchen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab die Karte ja nicht auf. Ich hab keinen Plan, wo wir hinlaufen. Okay. Ja, nicht, dass es dann so wird, dass wir dann irgendwann keine Bäume mehr sehen und am Rand der Karte sind. Das wird noch eine Weile dauern. Ich habe übrigens mal vorhin in Seven Days to Die war ich wieder gewesen und habe die neue Karte einmal links überquert. Nee, quer überquert, also von links nach rechts. Hat gedauert, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 8 Minuten, glaube ich, im Rennen. Okay. Also du musst mehrfach trinken, sonst kannst du in Seven Days to Die ja nicht so lange rennen. Mhm. Aber gut 8 Minuten ist die Karte momentan. Natürlich in der horizontalen. So. Ja, du brauchst schon einen Augenblick. Na gut, hier rennst du ja wesentlich länger. Die Karte ist aber auch riesig hier, ja. Ich bin momentan am gucken, wie ich so eine Riesenkarte in Unity machen kann. Mhm. Also man kann das zwar auch einstellen, große Karte, aber irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Von da ist ein Haus rechts. Lass uns doch mal zu dem Haus gehen. Okay. Nee, das ist doch nur... Das ist ein alter Campingbus. Da ist so ein Campingwagen. Da ist nebendran alter. Noch so ein Minigebäude. So vom Krieg und so. Ist klar. Ich habe mittlerweile einiges an Bäumen und anderen Kram zusammen für Unity. Ich überlege, ob ich mal so eine große Map mache und die gestalte mit Steinen und Kram. Dann brauchst du ja nur noch den Rest. Ja, ist klar. Ja, noch ein Survival-Game, weiß ich jetzt nicht, ob das so wirklich eine tolle Idee ist. Ja, weil das gerade irgendwie komplett Mode ist. Jeden Plattform kommen irgendwelche Survival-Games raus. Selbst ja, nur... Hier sind ja schon, ich glaube, 4 angekündigt, wenn ich mich recht entsinne. Ich will halt nichts mit Zombies und Kram haben. Ich will ja richtig schweres Survival haben, ohne dass du da groß kämpfen sollst. Ist ja noch kein Multiplayer, nichts geplant. Ich will einfach nur mal rumspielen mit dem Mist. Dicken ich hier. Hätte nur ein Helm. Angebot. Achso, warte mal. Ich muss mal gucken, ob die pristine sind, bevor der mit rumgegangen. Werkzeug habe ich hier, nur Werkzeug. Oh, die sind aber pristine. Willst du pristine Handschuhe? Lass mal gucken, was man. Ich hab schon Pristine. Oh, und dann nehme ich die. Ja, das Problem ist schon bei den ganzen Spielen immer so eine Figur zu haben, die die Bewegung entsprechend macht. Nur ein Singleplayer ist nicht ganz so schwer. Aber du willst ja eine Figur haben, die du im Multiplayer auch siehst, wie sie sich bewegt. Oder hier wie jetzt dritte Personansicht oder sowas, ne? Dazu brauchst du erstmal ein Figürchen und das musst du bewegen. Das ist natürlich schon heavy. So, Norden ist da hoch. Man doch mal voller Check den Kommas wieder weg. Die Bäume sehen auch hier sehr, sehr cool aus, muss man sagen. Ja gut, aber ich denke mal, da haben die nicht wirklich viel dran gemacht, sondern die einfach aus Arma 2 oder Arrowhead einfach importiert und aber gut. Ja, das siehst du ja an den Einstellungen, das war das, was ich vorhin gemeint habe. Du hast Arma 2 Trees und du hast Arrowhead Trees. Okay. Weil wenn ich mir die hier angucke, die sind ziemlich rund. Also die klar sind sie doch irgendwo eckig, aber die sind relativ gut schon, ja, und auch die Texturen sind sehr, sehr geil, die sehen echt gut aus. Und du siehst ja auch schon einzelne Äste und alles. Na gut, das ist jetzt nicht so schwer, das ist selbst in Unity kein Ding. Gut, wenn ich mich dann die Anfänger so überlege, ist dann einfach nur so ein Baum, nee, aber so gerade hoch, ein paar Zacken ringsrum und dann war gut. Die wehen auch die Bäume so ganz leicht. Ich glaube, Spawn hat mal erzählt, die wehen von Ost nach West oder andersrum. Okay. Ne, ich denke, die Blätter fliegen so, oder? Blätter so? Wann kommt das raus? Ne, die Bäume sind... Die Bäume sind schon echt gut gemacht. Die sehen schöner aus wie in Unity. Das muss man einfach mal so sagen. Zumindest schöner wie die ich habe. Gut, ich würde einfach mal sagen, andere Engine. Ja, einfach detailreicher. Ja.
So ein halbes Wildschwein fast gehört. Dann war es wahrscheinlich nur ein Zombie. Jetzt muss ich doch mal hier nach dem Gras gucken, wenn wir gleich auf einer Fläche sind mit Gras. Ich glaube, hier kommt erstmal nur Wald. Alles Meshes. Hier ist doch Gras. Ja, das ist mir auch nie aufgefallen so richtig. Wenn du dir mal Gras anguckst und drumrum läufst oder dich drehst, dann zeigt das Gras immer in deine Richtung, das dreht sich quasi mit. Und ich sehe es gerade, ich tue gerade vielleicht die Kamera geschwenkt, die Objekte haben sich auch bewegt dazu. Ja, und wenn du hier auf so einen Farn gehst, das ist ein richtig fixes Objekt. Das ist ein 3D-Objekt. Genau, das ist nämlich der Unterschied. Das eine sind nämlich Texturen nur. Ja, Sprites sind das nur, das Gras. Und diese Farn und so, das sind richtige 3D-Objekte. Okay. Ist mir auch früher nie so aufgefallen. Aber in Unity, wenn ich da im Editor rummache, ja, und dann da Gras setze und rumlaufe, da ist mir aufgefallen, dass das komisch bewegt. Das ist mir hier noch nie so aufgefallen. Aber hier hast du auch den Gesamteindruck, der auf dich wirkt. Du konzentrierst dich nicht auf die einzelnen Grashalme. Nee. So ist eigentlich nur zu überleben. Ja. Das hier, wo wir drauf zulaufen, sind auch. Ja, das ist mir alles nie aufgefallen vorher. Ich habe mich immer gewundert, wie viele Variationen es gibt. Guck mal hier links die drei Bäume. Die haben alle dieselbe rote Krone, dann werden sie so grün-gelblich und die haben alle dieselben Abzweigungen an Äste. Das sind alles die gleichen Bäume. Die sind maximal, das kenne ich so aus Unity, maximal gedreht, genau. Bei Unity kannst du einstellen, dass sie sich drehen sollen und dass sie verschiedene Höhen haben sollen per Zufall. Da kannst du so ein paar Sachen einstellen, aber es sind eigentlich die gleichen Bäume. Okay. Natürlich. So aufgefallen. Ja eben, man denkt, man sieht es gar nicht. Siehst du einen schönen Wald und so, natürlich sind zwischendrin mal Tannen und so. Aber eigentlich wiederholen sich sehr viele Dinge. Dir fällt es nur nicht auf, wenn du spielst. Nee. Aber bringt trotzdem extrem viel Atmosphäre, wenn du so schon ja läuft. Und das ist ja das, was und jetzt zum Beispiel dann hast du noch die extrem geile Sonne. Ja, die ist exorbitant, die Überzeichnung. Ja, die ist wirklich Hammer. Ja, bei Rust ist es auch schon relativ cool. Ja, und Rust ist ja wieder Unity. Und bei Seven Days to Die, da fehlt mir noch so die Atmosphäre. Dieser Tannenwald, da ist immer, da sind die Bäume relativ hoch, aber alles andere, da sind die Bäume, da fängt das Laub schon an in Kopfhöhe. Total schwachsinnig. Wobei mir die Bäume da Seven Days to Die eigentlich auch nicht so wirklich gefallen. Da haust du unten den Stamm ab und dann zerfällt der ganze Baum. Ja gut, das ist halt voxel-based. Wenn fallen würde, müssten wir auseinanderhacken. Ja gut, das könnten die auch machen. Ist natürlich viel, viel aufwendiger. Ist halt ein voxel-based Game. Also das ist halt Sandbox letzten Endes. Alles zerhacken und klein machen. Ich habe mit den Bäumen rumexperimentiert, dass die fix stehen, aber dass sie trotzdem umfallen können. Okay. Da habe ich rumexperimentiert. Ich habe halt so eine Vorlage mit so einer Pistole, da kannst du dann drauf schießen und wenn du genug geschossen hast, irgendwann fällt der Baum um, dann dreht er sich so ein bisschen. Hier sind die ja, fallen die ja gar nicht um. Also zumindest hier noch nicht. Im alten Daisy fallen sie irgendwann um. Und auch diese Partikel. Auch diese Partikeleffekte, die du da erzeugst, ne? Diese kleinen Splitter, die da weggehen und der Staub. Ja. Gut, das ist in Seven Days to Die ein bisschen cooler gemacht, muss man sagen. Geht nicht kaputt. Nee, ich glaube momentan geht da noch nichts. Hätte sein können, dass sie irgendwas daran auch geändert haben. Müssen mal gucken, dass wir irgendwann wieder an den Brunnen kommen, ne? Ja, deswegen dachte ich eigentlich, du hast die Karte auf und guckst da mal. Nö, ich hab da keine Karte auf, ey. Ich sehe wie noch. Da rechts unten sehe ich aber Häuser. Jetzt sind wir mühevoll. Oh, hier ist eine Straße. Oh, Straße klingt gut. Musst du nur auf die Karte gucken und dich irgendwie orientieren. Da ich aufnehme, musst du gucken. Wie? Ich muss gucken. Ja, ich nehme auf. Ja, prima, na warte. Da gönne ich mir doch schon mal einen Schnack. Was? Oh, guck mal hier, ich hab einen Apfel, der ist nur damaged.
Oh, die Orange ist badly damaged, wieso und das? Die war dann neulich noch gut. Nee, oh, erstmal ein bisschen Obst. Ne, warte mal, doch, die hast du eigentlich als gut gefunden gehabt. Ich meine, ich hatte mich doch so drüber gefreut, dass ich so ein geiles Obst hatte. Alter, wie sieht denn die Map aus? Ja, da sind jetzt ja auch die Items dazugekommen, gell? Ist krass. Also, du hast gesagt, wir sind nur Richtung Norden gelaufen. Fast nur, ja. Hier. Dann könnten wir, sind wir hier langgelaufen. Ein Stück Wald durch den Wald, dann haben wir das gesehen. Dann waren wir hier. Weil ich nicht glaube. Dann sind wir die Straße lang. Dann sind wir in die Straße. Entweder sind wir hier oder hier. Ja, das sehe ich auch so. Genau. Los. Okay. Wenn wir weiter Richtung Norden gehen, müssen wir irgendwann nach Koslovka. Ja, hier sind ja rechts so ein paar Häuser, ne, dem Feldweg entlang. Hast du gesehen? Warte mal, muss ich mal kurz in-game kommen. Hier rechts. Oh. Ja, den Feldweg lang, da kommen dann so ein paar Häuser. Was für Häuser? Da unten. Ja, ja. Da. Hab ich von oben gesehen. Das Häuser sind? Da Häuser sind. Wo zum Geier sind wir? Wir sind hier lang gelaufen. So in den Wald, nur Richtung Norden. So grob, wir sind auch ein Stück Richtung Osten vorher gelaufen, ne? Ja. Schon wieder verdrängt. Sind wir hier lang gelaufen? Warte mal kurz.